Willkommen zurück bei Rising World. Mit der Fackel in der Hand. Nein, die wollen wir eigentlich gar nicht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist jede Menge passiert seit der letzten Folge. Also erstmal, was man auf einen Blick sieht. Ich habe hier rund um das Haus die Gegend so ein bisschen rasiert. Also ich habe das ganze gelbe Zeugs, was hier überall stand, habe ich einfach mal weggemacht. Und das werde ich auf Dauer noch ein bisschen mehr machen. Bis zum Wald da hinten hin auf Dauer. Denn wir wollen es hier noch vergrößern. Die Pflanzen sind übrigens auch gewachsen. Sieht sehr schön aus. Ich glaube aber, dass sie noch nicht, ja, teilweise sind die sogar schon ausgewachsen. Ich lasse die aber erstmal stehen, wir brauchen zunächst da noch nichts von. Wo ich aber einmal darauf eingehen wollte, bevor ich zu einem richtig spannenden Teil komme, ist dieses Mahlwerk. Relativ einfach zu bedienen. Ich habe letztes Mal mit Kies hier gearbeitet, wahrscheinlich weil ich irritiert war durch den Kommentar, den ich bekommen habe, dass nämlich mit Kies da irgendwie gearbeitet werden kann. Natürlich sind es Steine, die man hier zu Kies verarbeiten kann. Das ist eigentlich völlig banal und einfach. Moment mal, jetzt müssen wir erstmal... Ja, nein, so wollen wir es nicht. Wir werden jetzt erstmal schön ein paar Steine hier reinlegen. Du siehst auch, ich habe jede Menge Steine gesammelt, denn ich war in einer Höhle und habe da richtig, richtig fett erstmal abgeschottert, was Steine angeht, aber auch was andere Dinge angeht. Machen wir sofort. Wir gehen erstmal eine Runde hier und zermahlen die Steine zu Kies. Denn wir haben ja letztes Mal schon ansatzweise gesehen, dass man... So, haben wir alle durch? Noch nicht ganz. Dass man mit diesem Kies auch sehr schöne Wege machen kann. Das wird eine Sache der Zukunft sein, die wir dann auch noch machen. So, Kies, 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 alles Kies. Nehmen wir erstmal alles schön mit. Und jetzt haben wir das natürlich alles immer hier. Oh, diese Fackel. Ja, Fackelhalterung und Fackel, die habe ich eben sehr häufig benutzt. Ich habe ja gesagt, wir cheaten also jetzt überhaupt nicht mehr, weil das einfach überhaupt auf Dauer doch keinen Spaß macht und keine wirkliche Herausforderung ist. Und das habe ich auch sofort gemerkt, nachdem ich damit komplett aufgehört habe. Das bedeutet, Fliegen ist nicht mehr und Lamp auf L, wenn man auf L drückt, kommt ja diese Lamp, die verwenden wir auch nicht mehr. So, jetzt haben wir also Kies, wir haben das Ganze hier zu Kies verarbeitet und wenn man sich das hier mal anguckt, machen wir jetzt nicht richtig, aber wenn wir jetzt hier mal zaghaft irgendwo anfangen würden mit so einem Weg, dann würde der irgendwie so aussehen und die Richtung stimmt auch schon so ziemlich. Denn wenn wir mal auf unsere Map gucken, dann bewegen wir uns hier nachher in eine Richtung, die Fabis Superhöhle heißt. Habe ich sie einfach mal genannt. Da wird der Weg dann auf Dauer auch hingehen. Jetzt sieht er natürlich noch ein bisschen unfertig und absolut blöde aus. Eigentlich müsste man auch noch so ein bisschen hier mit der Hake und mit der Hacke und vielleicht auch mit der Steinhacke arbeiten, um den Weg hier vernünftig hinzubekommen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir legen jetzt diese ganzen Sachen zunächst einmal in die Truhen ab. Und dann gehen wir los und bewegen uns Richtung Superhöhle. So viele Steine gesammelt. Das ist so herrlich. Die können wir jetzt erstmal alle schön hier in die Truhe legen. Stein, Stein, Stein. Das müssen alles hier Steine sein, so wie das aussieht. Silbererz haben wir übrigens gefunden. Daran kann man schon erkennen, dass wir etwas tiefer unterwegs waren. Ich schalte nachher auch mal die Anzeige ein, dass man sieht, wie tief man tatsächlich ist. Kann man ja über F3, kann man ja diese Anzeige einschalten. So, Kies ist hier hinten in der Ecke, 39 haben wir derzeit. Aber die Steine sammeln sich immer mehr und mehr. Hier im zweiten Bereich der Truhe haben wir noch gar nichts. Da müssen wir auf Dauer auch noch mal was ablegen, brauchen wir jetzt aber noch nicht. Wir haben auch Kupfererz gefunden, haben wir jetzt auch nicht ganz so wenig. Und was komplett Neues, was ich bisher noch nie hatte, nämlich Wolframerz. Wolframerz in diese Ecke mit großem Stolz. Ich war so froh, als wir das gefunden haben. Ich weiß noch nicht, wofür wir es brauchen, genauso wie mit dem Silbererz. Das weiß ich auch noch nicht, was man damit alles machen kann. Es hat sicherlich in irgendeiner Art und Weise was mit Waffen zu tun. Wenn du da was Genaueres weißt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich da mal meldest und da irgendwie mal was in die Kommentare schreibst. Was uns auch gänzlich noch fehlt, ist dieser andere Stoff, den man explizit zum Herstellen von Kanonenkugeln braucht. Und Aluminium haben wir auch noch nicht. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ein bisschen Nahrungsmittel mitnehmen. Ne, hier war die Nahrungsmitteltruhe. Müssen wir auch auf Dauer nochmal beschriften. Was nehmen wir da mal mit? Fleisch, ja, ach Mensch, Karotten. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel. Chili, was? Ach komm, wir nehmen eine Melone mit. Ne, Kartoffeln. Kartoffeln nehmen wir mit. Das ist eine gute Maßnahme, denn wir haben ja Kartoffeln angebaut, ein bisschen Mais haben wir auch noch, der relativ sättigend ist. Das ganze Fleisch, was in der Truhe liegt, behandeln wir auch nochmal, indem wir irgendwann mal einen Grill aufstellen. Aber jetzt ist die Höhle gerade so mega spannend. Jetzt würde ich gerne mit dir zu dieser Höhle gehen oder rennen, damit wir dort
jetzt auch weiterkommen. Ich noch mal ganz kurz überlegt, bevor wir jetzt losgehen, vielleicht macht es Sinn, noch schnell ein paar Fackeln herzustellen. Ich habe so viele Fackeln in der Höhle verbraten und ganz ehrlich, ohne Fackelweg ist man in dieser Höhle hoffnungslos verloren. Man verläuft sich dermaßen, wenn man da nicht aufpasst. Es ist stockdunkel. Und wir holen uns noch mal eben ein paar von diesen Stöckern. Wir haben nämlich in dieser Truhe jede Menge Stöcker gehortet. Naja, jede Menge. Ganze 19 Stöcker. Wir haben aber auch noch Holz. Also Holz schleppe ich immer so ein bisschen mit mir rum, wenn wir in Höhlen sind oder auch wenn wir irgendwo zwischen Höhle und Haus uns bewegen, weil sich das ganz als ganz praktisch erwiesen hat. So, Lichter, man sieht es schon. Ich habe hier also mit Fackeln rumhantiert. Da haben wir die Stöcker. Einmal Holz. Moment, erstmal müssen wir Holz herstellen. Zack, 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 zack. Und daraus natürlich wieder Stöcker. Und aus diesen Stöckern können wir selbstverständlich komplett herstellen alles, was wir wollen. Was Lichter angeht, dazu gehören nämlich die Fackelhalterungen aus Holz. Jede Menge habe ich die verwendet, ohne Ende. Und selbstverständlich Fackeln bis zum Abwinken. Und ich möchte nicht in diese Höhle gehen, ohne nicht reichlich Fackeln dabei zu haben. 20 plus 32 haben wir schon wieder. Holz, Fackelhalterung, die packe ich hier mal eben so ein bisschen unten hin, der Übersicht halber. So, Fackelhalterung, Fackelhalterung, Fackeln. Ein paar mehr Fackeln können wir sogar noch gebrauchen. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie das mit dem Verhältnis Fackeln zu Fackelhalterung ist. Wie viel haben wir jetzt? Fackeln 32, 32. Können wir einen ganzen Stack von machen. Normalerweise geht das. Manchmal geht das nicht. Warum das manchmal nicht geht, habe ich noch nicht so richtig gerafft. Oder geht das nur... Nee, genau, es gehen nur 32 in einen Stack. Habe ich ganz vergessen. 32 gehen in einen Stack. 64, so 8, 8, 8. Ein paar Fackelhalterungen machen wir auch noch dazu. Und dann sind wir auch schon bereit und können loslegen. So, jetzt haben wir sowieso alle Stöcke aufgebraucht. Drei Stöcke haben wir noch, um ein bisschen Platz zu sparen. Ist jetzt ein bisschen albern fast, aber lasst uns das mal eben alles wieder wegpacken. Holz haben wir jetzt auch nicht mehr. Drei haben wir noch. Na gut. So, das Holz packen wir auch wieder weg. Alles weg, damit wir möglichst viel Platz haben. Nur diese drei Holzblöcke, diese Baumstammteile, die nehmen wir noch mit. Und jetzt geht es los. Nahrungsmitteltechnisch sind wir gut aufgestellt. Wasser haben wir genug. Hier sind noch Steine. Ich weiß. Ich übersehe die Dinger manchmal. Das ist einfach so. Das ist einfach etwas... Wenn das Auge noch nicht hundertprozentig geschult ist, dann ist das halt so. Aber die brauchen wir wirklich nicht mitzunehmen, weil es Steine ohne Ende gibt, die wir abbauen können. Ist ja klar, wenn wir uns in der Höhle bewegen, brechen wir auf. Jetzt geht's aber wirklich los. Ja, jetzt geht's los. Über unseren Huckelweg, unseren provisorischen Weg, geht es durch das Gemüse, durch die Blüsen. Ich hab hier mal so ein paar Steine aufeinander gesetzt. Ist eine Sache, die ich vorher auch noch nicht gemacht habe. Das habe ich bisher nur mit Erde gemacht. Dass man ja auch Steine einfach mal so locker aufschichten kann. So, hier ist der Beginn von Fabis Superhöhle. Mach dich auf einen langen, langen Weg tief unter die Erde gefasst. Ich mache mal eben die Höhenanzeige an. Position, wenn man ganz oben links guckt. Position 4309, das ist die Höhenangabe. Und jetzt müssen wir eigentlich nichts weiter tun, außer den Fackeln nachzulaufen. Wie gesagt, ohne Fackeln ist man hoffnungslos verloren. Ich jedenfalls. Das muss ich mal eben gerade gucken. Ich muss mich hier, manchmal sehe ich das nicht sofort. Hier entlang hangeln. Ich habe mich nämlich hier runtergebuddelt. Hier ging das runter. Hier habe ich ein bisschen Eisen gefunden, das habe ich mit Stein wieder aufgeschichtet. Sieht nur so aus, als wenn da noch Eisen ist. Das müsste eigentlich weitestgehend weg sein. Und weiter runter, es geht immer weiter runter. Wir sind jetzt schon im Minusbereich, minus 8,02. Und danach, ab diesem Zeitpunkt wurde es leichter, weil dann nämlich dieses Höhlensystem so war, wie es jetzt auch aussieht. Und ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass ich hier vernünftig laufe. Hier ging es runter, genau, hier war der Gang. Aber man muss wirklich aufpassen. Vielleicht sollte ich hier auf Dauer, sollte ich diesen Gang öfter benutzen. Vielleicht sollte ich da hier und da nochmal so eine Sicherung aufstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwelche Holzsperranlagen gibt, sowas wie Zäune oder was, habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht, aber diesen Weg sollte man auf Dauer auf jeden Fall noch sicher machen. Sicherer machen. So, jetzt ging es so ein bisschen fast waagrecht, teilweise sogar wieder hoch, aber nicht sehr weit, denn gleich geht es wieder runter.
Gleich geht's wieder runter. War echt eine spannende Sache, hier durchzulaufen. Oh, da ist ja auch noch ein bisschen Metall. Was haben wir da denn noch? Moment, das müsste ja... Golderz! Das habe ich übersehen! Das habe ich übersehen! Hier ist ja Golderz! Von der ganzen Graberei. Das erste Mal, dass wir Gold finden. Noch ein Erz mehr. Super! Wolframerz haben wir gefunden. Jetzt haben wir auch noch Golderz. Haben wir jetzt alles hier weggeholt oder ist da noch mehr? Oh, Mann. Cool. Saugeil. Es wird. Man muss nur die Geduld haben. Ist so ein bisschen, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber in dieser Hinsicht ein bisschen wie bei Minecraft. Wenn man da nicht richtig weit unter die Erde geht, dann sieht man viele Dinge einfach nicht und bekommt auch viele Dinge einfach nicht. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Genau, hier geht's lang. Hier müssen wir jetzt lang. Das habe ich mir alles schön freigegraben. Fackel, Fackel, Fackel. Und da geht's wieder weiter runter. Und weiter runter. Ich hoffe, dass wir auch wieder hochkommen. Also ich habe das Ding schon einmal ausgetestet. Man kommt definitiv auch wieder nach oben. Das geht. Oh, hier fehlt aber... Oh, hier fehlt eine Fackel. Genau, wir sind nämlich... Hier habe ich übrigens das Wolframerz abgebaut. Das war hier auf dieser Seite. Da war Wolframerz. Und jetzt müssen wir schon wieder loslegen mit den Fackeln. Hier fehlt nämlich noch eine. Das ist sehr, sehr dunkel. Ach, Moment, hier sind ja Fackelhalterungen. Egal. Genug davon da. Ich habe heute noch einen Kommentar bekommen übrigens, das mir gerade einfällt. Ich hatte vor einigen Folgen mal über diese alten Fackelhalterungen gesprochen, die es seit dem Upgrade nicht mehr gibt. Weil man jetzt diese anderen Fackelhalterungen, die ich jetzt hier auch verwende, früher nur auf den Boden stellen konnte. Jedenfalls meine ich, dass das so war. Doch jetzt kann man die auch an die Wände hängen und überall hin. Also ich bin noch in keinem Dungeon gewesen. Und ich bin auch nicht durch die Erde geflogen mit F2. Und habe mir da irgendwas angeguckt. Und siehe da, ich habe tatsächlich hier einen Dungeon gefunden. Ich habe den noch nicht betreten. Als ich den gesehen habe, bin ich sofort nach oben gelaufen. Und habe die Aufnahme eingeschaltet. Und jetzt sind wir tatsächlich hier. Bei diesem Dungeon. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Ich weiß es wirklich nicht. Lass uns hier einfach nochmal eine Fackel hinsetzen. Wir haben genug, wir müssen damit nicht knausern. Schön hell ist immer gut. Wir sind jetzt auf der Höhe von minus 192. Jetzt schalte ich das Ding mal wieder aus. Und wir stehen hier vor einer Art unterirdischen Tempel, wie das auf den ersten Blick aussieht. Und öffnen die Tür. Also diese Steine erkenne ich wieder. Hier sind übrigens die Fackelhalterungen, von denen ich gesprochen habe. Die gab es vor dem Upgrade überall. Also im... Die konnte man... Aua, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ich habe natürlich jetzt auch keinen Verband mitgenommen, ne? Bin ich letztes Mal auch verwarnt worden schon in den Kommentaren, dass ich keinen Verband mitnehme. Ich glaube, ich werde mich mal eben des Morgensterns bemächtigen. Schnell was essen. Ich glaube, wir essen mal so ein bisschen was hier. Wer hätte ahnen können, dass das unter Umständen hier gefährlich ist, aber derjenige, der mich kennt, weiß, ich liebe das Risiko. Was ist das hier für... Weißt du was? Ich hack hier jetzt mal rum. Alter, was ist das denn? Ein Nagelbett. Alter. Alter, guck dir das bitte mal an. Ich werde mir jetzt hier einen Weg dran vorbeibauen. Ist schon so lose aus hier mit den Steinen. Ey, cool. Saugeil. Muss nur gucken, dass wir das jetzt hier vernünftig setzen mit den Steinen. So sieht es auch gut aus. Nein! Naja, egal. Jetzt haben wir hier so einen Puckel. Was soll's?
So, machen wir erstmal zu, das ganze Ding. Ich glaube, wir machen das ganze Ding zu. So. Schön zumachen. Können wir auch nicht durchfallen, ne? Nein, können wir nicht. Alter, haben die da so ein Nagelbett da unten hingestellt. Ich fass es nicht. Mir kommt gerade so in den Sinn, ob wir wohl wieder zurückfinden, wenn das Ding jetzt größer sein sollte. Ich hoffe das ja mal nicht. Ich setze hier einfach mal so eine Fackel hin. Dass wir da auf jeden Fall wieder durch müssen. Ich denke mal... Ach nee. Okay, Treppe. Ich setze hier einfach mal eine hin. Was soll's? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wozu es gut ist, aber ich setze sie einfach mal. Bisschen dunkel hier. Ich mag's nicht, wenn es dunkel ist. Fackel. Übrigens, eine Fackel hatte ich gesetzt, die brannte nicht. Ich weiß nicht, wieso. Eine hatte ich gesetzt, die brannte nicht. Als ich in der Höhle war. Also mit Fackelsetzen habe ich jetzt, weiß Gott, Übung. Absolut. Wo das wohl hingeht. Wie groß das ganze Ding wohl ist. Auf jeden Fall haben wir nahrungsmitteltechnisch so viel dabei, dass wir erstmal ein bisschen überleben können hier. Wir haben jetzt nicht das meiste mit. Die Skelettköpfe können wir auch nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Oder kann man die mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich hack da mal vorsichtig drauf. Okay, es geht kaputt. Wir haben auch nichts eingesammelt. Kann man das irgendwie mitnehmen, dieses Spinnennetz? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Irgendwie hätte es ja sein können. Hätte man irgendwie zu Wolle verarbeiten können oder was weiß ich. Ist ja, wäre ja theoretisch möglich, sowas. So. Kann das Ding auch irgendwie drehen, ne? So. Eigentlich, also für Schönheitsarbeiten ist es jetzt eigentlich völlig egal, aber... Ein bisschen ordentlich soll es ja auch im unterirdischen Tempel aussehen. So, weiter geht's hoch hier. Man kommt hier auch nirgends rein. Ich hack hier mal gerade in die Wand... Irgendwas kommt. Ne, okay, da ist einfach nur Gestein. Also hier ist nichts. Wir müssen jetzt hier auch nicht auf jeder Ebene eine Fackel setzen. Wieder eine Tür. Wieder eine Tür. Ich hab Schiss. Nein. Alter, wie nice. Die Streitaxt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Schwert. Pfeile und eine Armbrust. Oh, sehr... Moment, da war noch was drin. Hadern. Ach, das sind diese Fasern, die man irgendwie aus... Weiß ich gar nicht mehr. Aus Hanf herstellte oder was war das? Diese Truhe lassen wir jetzt aber da. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Das ist ja cool. Nice. Ist hier noch mehr? Da ist noch eine Fackelhalterung. Aber weißt du was? Ich würde gerne diese anderen Fackelhalterungen mitnehmen. Die wir nicht herstellen können. Die würde ich gerne mitnehmen, weil ich die ganz schön finde. Eigentlich. Haben wir jetzt hier auch nichts übersehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, das sind alles unsere Fackeln. Deswegen ist es auch so schön kuschelig hell hier. So, hier ist wieder der Durchgang. Fackel, Fackel, unsere Fackel. Jedenfalls teilweise. Ich glaube, alle haben wir jetzt nicht gesetzt. So, aber jetzt ohne Witz. Ohne Witz. Diese Fackel will ich mitnehmen. Aber die setzen wir erstmal hier hin. Einfach mit einem Raster. Ah, völlig egal. So, damit sie auch hell bleibt. So, jetzt gucke ich mal gerade, kann man die so ganz normal abbauen oder kann man die... Müsste man ja abbauen können. Natürlich jetzt keinen Vorschlaghammer mit, ne?
Wahrscheinlich muss ich jetzt einen Vorstachhammer mitnehmen, eigentlich. Wenn ich die jetzt so abbaue, geht die wahrscheinlich kaputt. Ich riskiere es. Ja, okay, sie geht kaputt. Vorstachhammer hätte ich eigentlich mitnehmen können. Ich habe nicht dran gedacht. Naja, dann müssen wir vielleicht ein andermal nochmal hier runter. Ich werde jetzt hier nichts weiter zerstören. Kann man denn hier irgendwo noch rein? Was ist denn hier, wenn man sich hier durch die Wand... Okay, da ist auch nur normales Gestein. Hier kamen wir rein. Das machen wir erstmal kaputt hier. Also mich würde jetzt schon interessieren, ob das hier irgendwo noch weitergeht. Ich habe jetzt hier keine weitere Tür gesehen. Einmal ein bisschen am Rand. Nein, auch da kommt normales Gestein. Also hier können wir nichts mehr mitnehmen. Das ist es tatsächlich gewesen. Eine sehr coole Sache. Das war aber ursprünglich natürlich nicht der Grund, warum ich hier runtergelaufen bin. Also ich hatte jetzt nicht gehofft, dass ich sowas in der Richtung finde. Was ich eigentlich wollte, das hatte ich eben auch schon angedeutet, ich wollte gerne Rohstoffe haben. Außergewöhnliche Rohstoffe, die nur in größeren Tiefen, wie gesagt, jetzt sind wir bei 190. Und ich habe irgendwo mal in einem Kommentar gelesen, irgendjemand hatte das geschrieben, dass es bis auf 800 irgendwas runtergeht. Da sind wir natürlich noch lange nicht. Ob wir da jetzt so bald hinkommen, weiß ich gar nicht. Aber wir können ja auch erstmal hier in dieser Gegend gucken, was es hier noch so alles gibt. Was ist das denn für Metall? Okay, Eisenerz, das finden wir im Grunde genommen überall. Aber wie gesagt, mit dem Wolfram, mit dem Silber, mit dem Gold. Ich denke, damit können wir eine ganze Menge mehr machen, als das vorher der Fall war. Und das werden wir, glaube ich, auch im nächsten Step jetzt einfach mal ausprobieren. Hier ist jetzt nichts mehr. Ich hacke hier nochmal gerade mal eben so ein bisschen rein. Ah, das war jetzt auch die tiefste Stelle, die wir erreichen konnten. Ich überlege jetzt, ob wir vielleicht zur anderen Seite nochmal uns versuchen. Hier geht es ja im Grunde genommen wieder hoch. Das ist ja unser Weg nach oben. Ich würde aber gerne vielleicht einfach mal hier nochmal hochgehen wollen. Wenn wir das dann hinkriegen, kriegen wir natürlich jetzt so nicht hin. Eisen weg, Stein dahin. Aber wenn wir jetzt hier unten gerade sind, dann wäre es doch irgendwie ganz nice, wenn wir uns hier so einen kleinen Steinweg noch nach oben bauen. Wenn wir denn geschickt genug sind, das auch hinzubekommen. So, hier gehen wir lang. Guck jetzt gerade mal, wir können ja auch, wir müssen ja gar nicht so weit, wir können ja... Können wir so lang. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken, wie bauen wir jetzt die Steine hier am besten? Damit wir auch vernünftig drüber gehen können. So. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Aber das ist wirklich eine coole Sache, dass man das so machen kann. Auch ein bisschen breiter. Wir wollen es ja komfortabel haben. Und weißt du, was wir auch noch machen? Wir hacken hier ein bisschen das Gestein noch weg an der Seite. Dass wir so rechts an der Fackel, die da sitzen bleibt, wo sie sitzt, einfach mal so elegant vorbeigehen können. Irgendwie so. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir hier nachher wieder heile rauskommen. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt von. Diese Höhle geht jetzt wieder nach oben. Es kann aber gut möglich sein, dass die wieder an anderer Stelle nach unten geht. Das hatten wir schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Über diesen Steg muss man gehen. Kommen wir da jetzt hoch? Wir kommen nicht hoch. Wir kommen nicht hoch. Es geht mir auch sehr steil nach oben. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, wenn ich mir das gerade so genauer überlege. Lass uns nochmal eben gerade gucken, ob es an einer anderen Stelle vielleicht doch noch weiter runter geht. Also hier ist der Weg, hier geht der Weg zurück. Da ist auch noch eine Höhle. Aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht verlaufen. Das ist leider immer so das Thema. Ein bisschen versuchen können wir es ja noch.
Wir versuchen einfach nochmal ein bisschen was. So, hier geht's hoch. Hier möchte ich gerne auch nochmal einen Stein hinstellen. Das ist nämlich so eine richtige Vorlage, um irgendwie ganz böse zu verunglücken. So, Fackel hier, Fackel da. Eigentlich möchte ich jetzt gar keine Fackel setzen, weil das nur irritiert. Oh, da geht's wieder runter. Oh, da geht's wieder runter. Und wie es da runter geht. Ja. Da müssen wir jetzt erstmal, da werde ich mit, das wird nur mit großem Aufwand funktionieren. Schauen wir mal, ob wir das machen oder ob wir doch wieder zurückgehen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.